liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Wir machen heute weiter. Wir erreichen heute Turfield und hier steht Hopp. Und was will der von uns? Hey, schau mal. Das ist das Stadion von Turfield. Wir sind da. Genau. Das hätte ich auch ohne ihn wohl bemerkt. Arena-Leiter Yaro ist mal wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Sieht so aus, als müssten wir eine Weile warten, bis wir am Arena-Stand etwas weniger Andrang ist. Da ist doch nichts los. Da ist nichts los, das kann doch da. Naja. Ach, übrigens, Sanja hat nach dir gesucht. Sie will dich was fragen. Ich hatte sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz gestaltet, was sie von mir wollte. Du solltest sie auf dem Hügel finden. Wenn du den Hügel nicht sofort findest, dann wirf einen Blick auf deine Karte. Voldi. Hey, das ist doch Sanjas Voldi. Das ist es nicht. Am besten folgst du ihm einfach. Das ist der geborene Wegweiser. Ja, aber ich würde gerne tatsächlich mit Tiefer schon heilen. Ich dachte, ich hätte jetzt erwartet, dass er mich aufhält und sagt, warte mal, du musst da hoch. So, da nehmen wir das mal mit. Haben wir unser Team. Mit drei Pokémon haben wir. Ich hoffe, bis das vierte kommt. Das dauert auch nicht mehr so lange. Das sollte irgendwann zügig nach dem ersten Orden passieren. Dann kriegen wir wahrscheinlich unser nächstes Pokémon im Team. So, okay, dann gehen wir mal hier hoch. Da wollen die auch schon auf uns ganz ungeduldig wartet. Weil irgendwas will Sanja von uns. Die Frage ist, was will sie? Oh. Okay. Warte mal, das Item dort nehme ich mit. Kannst du nichts an oder Dinge, die kein Mensch braucht, weil ich will sie nicht. Und irgendwas mal so. Danke, Voldi. Dass du extra vorbeigekommen bist. Ich brauche hier mal deine Meinung. Siehst du diese Figuren auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geoglyphe. Was glaubst du, was das darstellen soll? Ich vermute, dass Dynamax von ihm geht. Ja, das ist eine mögliche Interpretation. Es könnte ein Dynamaxiertes, maximiertes Pokémon sein. Aber die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich mal wissen, was Dynamax überhaupt ist. Sie hätten mehr so eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und die Galpokémon begannen in der Region zu wüten. Die Leute nannten den Wirbel Fit zur Nacht. Was mag das wohl gewesen sein? Was hatte der Wirbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Frage befragen. Wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. So viel Arbeit, wenn man meiner Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke auf jeden Fall für deine Hilfe. Hier nehmen wir als Dankeschön diese Liga-Karte. Von Yaro. Yaro, der Arena-Leiter von Dürfeld, ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuer, Käfer und Flugattacken sind gegen Pflanzen-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Oh, und nimm dich hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Yaro schlapp machen sollen. Zwei Geleber. Kio zeigt dir im Stadion von Dürfeld, was du auf dem Kasten hast. Ja, aber jetzt auf jeden Fall. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Das heißt, geht los. Unser erster Arena-Challenge steht an. Und alles okay, jetzt muss ich eigentlich alle Items haben. Gut, ich brauche keine Items weiterhin. Das heißt, wir gehen ohne Umwege und ich hoffe, dass uns jetzt niemand aufhält. Die Arena, doch, aber Hopp, der hat doch was dagegen. Ha, gib dir das. Ich hatte Pflanzenorden. Ha, das ging fix, oder? Tja, wenn es um Volley geht, bin ich irgendwie unschlagbar. Was ich damit meine? Das wirst du gleich sehen. Keine Angst, du packst das bestimmt auch. Du bist schließlich mein Rivale. Gut. So. Dann habe ich gesagt, ich soll mal den Heidi hier anquatschen. Hey, ich bin's Balduin. Als Zeichen unserer Freundschaft habe ich einen ganz tollen Ball für dich. Ein Freundesball. Gut. Eine Sonderwahl, der die Sympathie von gefangenen Pokémon sofort ansteigt. Also gerade sind die gut für die Pokémon, die sich durch Freundschaft entwickeln. Das sind ja hier Golbat oder wie heißt es? Das Zubat-Tier von Schwarz und Weiß. Jetzt mal diese komische Fledermaus da. Die wir da in der Galamine gesehen haben. Ich komme nicht auf den Namen jetzt gerade. Ach, Fleckdoll, genau. So. Hier können wir aus links kaufen.
Obwohl ich mega bin. Geh mal rein, komm. So, ich guck mal gerade Pokémon. Ich glaube, mit meinem Pflanzenstarter. Mit meinem Feuer-Pokémon dürfte ich eigentlich relativ gut aufgestellt sein. Ah, ein Arena-Challenger. Willkommen. Lass mich dir erstmal den grundsätzlichen Ablauf der Arena-Challenge erklären. Also, das Ziel der Arena-Challenge besteht darin, dir verschiedene Arena-Missionen zu bewältigen und die Arena-Leiter zu besiegen. Von jedem Arena-Leiter, den du besiegt, erhältst du einen von insgesamt 8 Arena-Orden. Alles klar, Standard, wie gehabt, ne? Möchtest du dich gleich an der Arena-Mission versuchen? Oh ja, los geht's. Ha. Gut, dann sollst du zuerst mal deine Uniform schlüpfen. Die ist bei der Arena-Mission Pflicht. Nun kann die Arena-Mission beginnen. Zeig, was du drauf hast. So. Dann auf. Unser erster Arena-Kampf für heute Abend. Der erste Arena-Challenge von 8 insgesamt. Und so sieht die erste Arena aus. Und da sind ein Haufen Wolli. Das sind so Wald-Pokémon, keine Pflanzen-Pokémon oder so. Ich weiß nicht, was die hier in der Pflanzenarena so kommt, was damit zu tun ist. Aber das wird es jetzt gleich erklärt, liebe Leute, von diesem freundlichen Herrn. Die Mission, die der Arena-Leiter von Tiffany für die Challenger vorgesehen hat, besteht darin, diese Bocking Volley in diese Heuballenwand zu treiben. Okay. Ich bin im Schiedsrichter. Stuart lautet mein Name. Meine Aufgabe ist es, den geregelten Ablauf der Arena-Mission zu bewachen und die Ergebnisse der Kämpfe weiterzuleiten. Nun dann, möge die Arena-Mission beginnen. So, und das ist ganz einfach. Wir müssen einfach nur hier diese Volley ein bisschen in die Ecke treiben und ein bisschen zusammentreiben. Und dann sollte das hier ohne Probleme erledigt sein. Herausfordernd ist es nicht. Das wird dann später bei Kate zum Beispiel, wenn das noch ein bisschen schlimmer werden. Ihr seht dann zu dem Zeitpunkt, was ich meine. Ich finde Kate hat, glaube ich, so die schwierigste Arena-Challenge und diese schwierigste Aufgabe. Und da haben wir auch tatsächlich einen Trainer, aber ich mache jetzt mal die ganzen Volley zusammen hier. 20 Stück sind das insgesamt und da wird uns die Zähler angezeigt, wie viele wir auf diesem blauen Feld haben. Aber den Trainer, den nehmen wir hier noch mit, natürlich gerne. Willkommen Arena Challenger, wenn ich mit dir fertig bin, ist es sofort das Weiter. Aber nimm es nicht persönlich, das ist mein Job. Arena Trainer Rowan, ein Cortini. Ja, wieder so Fenster-Arena sollte eigentlich für unser Feuer-Pokémon nicht das große Hindernis darstellen. Was sie leider nicht viel hat. Aber nur ein oder zwei. Jetzt hat er wieder ein weniger. Und also 21 Kikalo. Ja, hat eins nur. So. Der freut sich, dass er verloren hat. Das ist gut. Und geht's weiter. Okay, wir müssen ja an diesem Volley vorbei noch. Den Trainer nehme ich mit noch gleich. Keine Sorge, ich mache das hier kurz fertig. Wir müssen eh jeden oder will. Ich will eh jeden Trainer mitnehmen, gerade das auch gerade am Anfang mit. Ich finde, dass das komplette Team ja auch gar nicht Erfahrungspunkte sammelt. So. Deine Pokémon haben doch bestimmt Lust, ein bisschen Frust abzulassen und gerne ein paar Attacken zum Besten zu geben, oder? Klar, hau auf. So, Knospi. Ja, jetzt gibt sich die Mega-Herausforderung, würde ich sagen. Okay. Aber er hat mindestens eins. Ja, mindestens zwei so. Er hat noch Myrapla. Ja, wie gesagt, das sollte. Das sollte nicht so das dicke, dicke Problem stattfinden. Das dicke, dicke Problem sein hier. So, der Arena-Trainer ist besiegt. Und auch der freut sich, dass er auf den Sack gekriegt hat. Und wir machen jetzt weiter mit Teil Nummer 3. Diesmal haben wir zwei Voldis, die uns da ein bisschen ärgern könnten.
alle läuft gerade weg, das ist gerade rum, das ist gut. Also den Trainer nehme ich auch wieder mit. So. Und falls ihr Langeweile habt, ein bisschen quatschen wollt, guckt mal auf den Link, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe. Da könnt ihr dann mal mit dir mit anderen Pokéfreaks in den Discord-Server gehen und dann könnt ihr da mal so ein Quatsch und sowas mit dran. Wir machen wieder eine Arena-Challenge. Ja, falls ihr ein schlagkräftiges Team habt, fordert die Jungs und legt's mal heraus. So, weiter geht's. Also, du hast es nicht mehr weit bis zum Arena-Leiter, aber ich freue mich nicht zu früh. Nee, das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und ich glaube, der hat genug Alternativen auch gegenüber Feuer-Pokémon. Und du hast auf jeden Fall das Proberg. Da habe ich auch überlegt, von der Seite das Ziel zu nehmen. Diesmal habe ich mich aber ein bisschen umentschieden. Ich werde ein anderes Pokémon bekommen. Das werden wir dann auch relativ zügig jetzt bekommen. Nach dieser Folge hier. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge auf der Route 5 zu finden. Lass uns da noch ein bisschen. Lass dich damit noch überraschen, welches das wird. So, nach vorbei hat er noch Mirab da. Aber das sollte, wie gesagt, nicht gewesen sein. Nö, nicht wirklich. Und tschüss. Ja, ist das ein drittes Pokémon? Nein. Auch die ist besiegt. Auch die klatscht jetzt Applaus. Und wir können jetzt weiter mit unserer Arena-Challenge machen. Ja, dann haben wir auch alle. Ja, dann müssen wir jetzt tatsächlich unseren ersten Arena-Kampf antreten können. So, ja, Jaro wird jetzt gleich verlegen mit der erste Kampf. Ja, du hast die Arena-Mission erfolgreich angeschlossen. Sehr gut, das heißt, wir können weitergehen jetzt in die Arena. Ah, ich freue mich so. So, da geht es los. Ist jetzt mal noch gerade ruhig. Bei der Arena-Stadion ist die erste Anlaufstelle für alle frisch gebackene Arena-Challenger. Da gibt es hier so viele Herausforderer, dass ich kaum eine ruhige Minute bekomme. Also habe ich mir eine besonders knifflige Arena-Mission überlegt. Dachte ich zumindest. Für dich war sie offenbar kein Problem. Hut ab. Scheint ein gutes Gespür von Pokémon zu haben. Darin Grund mehr für mich, alle Register zu beziehen, um meine Pokémon zu dünner maximieren. Das wird ein spannender Kampf. Und los geht's. Dann auf geht's. Und mit einer coolen Hintergrundmusik geht's heute. Routini ist sein erstes Pokémon, aber er hat uns zwei Pokémon. Und wir können auch tatsächlich unser Pokémon den maximieren, aber das brauchen wir noch nicht. An bestimmten Stellen in der Galerie-Region ist es möglich, Pokémon gigantisch aufmaßen anzunehmen. Dieses Phänomen nennt man Dynamaximierung. Du bist aus Dynamax-Symbol, das erscheint, wenn du Kampf das Dynamax kann einfach nicht, dass du den Pokémon Dynamaximierung. Dynamaximierung eines Pokémon hält nur 3 Runden lang. Dynamaximiertes Pokémon kann mächtige Attacken ersetzen und Dynamax-Attacken erlassen. Diese Attacken lösen sogar viel einen zyklischen Effekt aus. Warte richtig Zeitpunkt in Dynamaximierung ab, den Kampf für dich zu entscheiden. Gut. Doch können wir mal hier drauf klicken, aber jetzt brauchen wir es gerade noch nicht, würde ich sagen. Jetzt machen wir da quasi zeitgleich schon nicht. Wir grillen erstmal dieses Routini weg. Der Vorteil ist, durch die Routini-Initiative könnte ich tatsächlich sogar als erstes angreifen. Keine 20. Runde oder so. Kotobi. Die Weiterentwicklung ist einfach Kotobi. So, auf geht's. Er will jetzt seinen Dynamax klar ziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir greifen mal gerade mit voller Energie an. Und der wird jetzt natürlich klar. Er greift jetzt auch mit seinem Dynamax
Da zieht er sein Schwert rum. Vermutlich zumindest. Können. Ich bin gesteigert. Ja, die Initiative, ja. Reicht es uns tatsächlich komplett zu ziehen? Nee. Das war nicht so schön. Das war eine Runde Feuer angewandt. Ich hätte vielleicht sogar eine Runde Feuer einsetzen müssen. Dann hätte ich es wahrscheinlich sogar komplett gehabt. Und der greift. Das war so eine Attacke, war jetzt gerade. So, das war's. Der Arena-Kampf ist. So, oder so, so, so. Ich hätte auch nicht alles erwartet. Ich hätte eine schwierige Aufgabe auf jeden Fall, die noch auf uns hier zukommt. So, mit alle drei geht ein Level ab. Piccolo Level 22, Kukabu Level 19, Voldy Level 20. Und Voldy will Funksprung, das ist gut. Und mit Tackle. Die zweite Elektroattacke in dem Bank und da ist ganz gut eigentlich. So, dann dran. Wir haben tatsächlich unseren ersten Orden erreicht. So verweckt unsere ganze Pflanzenpower. Du bist ein beeindruckender Arena-Challenger. Du hast dich richtig in diesen Kampf reingekniet und jetzt erntest du die Früchte dafür. Du hast im Rahmen der Arena-Challenge einen Arena-Leiter besiegt. Um deine Leistung zu ehren, vielleicht steht hier mit den Pflanzenohren. So, das ist unser erster Ohren. Du kannst jetzt alle Pokémon einschließen, wenn du 25 schlagen, ja, gerade was in der Turnzone betrifft. 8 Ohren musst du dir kämpfen, wenn du die Arena Champions siegreich abschließen willst. Viel Spaß, Erfolg dabei und geh und zeig's den anderen Arena-Leiter. Ja, viel Spaß und viel Erfolg. Und eine TM bekommen wir, und das ist die TM10 Zauberblatt. Ja, wunderbar. Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall drauf schon. Wir sind jetzt soweit schon wieder durch mit der Folge. Ja, mal gucken, was da passiert. Nutze deine Informationen, Kev. Der Arena-Channel sieht vor, dass du die Arena in einer festen Reihenfolge abkratzt. Für dich steht jetzt erstmal Kate, die Arena-Leiterin von Kirten, auf dem Plan. Gute 5 führt dich direkt dorthin. Ab der 14. Ordnung der Tasche könnte sich lohnen, vorher einen Abschlussschein in die Naturzone einzulegen. Da gibt es nämlich einige sehr starke Pokémon. Es ist zwar nicht gerade einfach, Pokémon zu fangen, deren Level höher ist als der Team-Pokémon, und der Aufwand lohnt sich. Ja, wie gesagt, wir werden uns tatsächlich dann. So, wenn alles jetzt gut läuft, können wir jetzt tatsächlich weitermachen. Wir können mich jetzt erstmal beim Team heilen und dann machen wir weiter. So. Jetzt bin ich weiter gespannt, wie es weitergeht. Wir werden jetzt die jetzt als nächstes, wo der nächste Team liefert. Das wird wie gesagt auf Stufe auf Route 5 findbar sein. So. Gut. Eigentlich müssten wir jetzt hier. Ja. Wir machen auf jeden Fall jetzt einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild. Und dann geht's weiter über die Route 5. Bis dahin und auf Wiedersehen.